wieder auf meinen Kanal. Ich habe heute ein Thema für euch, was mich schon ein bisschen länger nervt. Und zwar ist es so, jeder von euch hat bestimmt so Akkus im Einsatz. Bei mir hat es angefangen irgendwann mal mit dem Bosch-Akku. Dann ist vom Aldi noch einer dazu gekommen. Da hat es so tolle Halogenlampen gegeben für die Werkstatt. Und als letztes ist noch dazu gekommen, und zwar von Lidl, die Smart-Akkus. Und zwar habe ich die in den Gartengeräten und hier im Hobel und eine Bohrmaschine etc. Und natürlich habe ich noch mehr Geräte, aber die will ich jetzt nicht daherstellen. Und das Problem bei der ganzen Sache ist, man hat irre viele Ladegeräte. Meistens hat man ja mehr wie ein Ladegerät, weil man zwei oder drei Akkus gleichzeitig laden will. Dann braucht man Platz dafür, dann fliegt das alles rum, dann braucht man eine riesen Steckdosenleiste. Dann liegen die Akkus irgendwo rum. Und wir finden nicht immer den richtigen. Und da habe ich mir was ausgedacht und habe mir was gebaut. Das zeige ich euch gleich. Will euch aber im Vorfeld zeigen. Und zwar beim Lidl hat es so Leisten gegeben. Es waren immer so Zweierpacks. Und da passen zum Beispiel die Akkus von denen super rein. Ihr seht auch gleich, was ich damit gemacht habe, was ich mir da habe einfallen lassen. Und es gefällt mir ganz gut. Es sind so Spritzgussteile, so wie es aussieht. Also kein Teil aus dem 3D-Drucker, das mag ich nämlich nicht. Ich bin da nicht überzeugt von der Qualität. Ich habe da noch nichts Tolles gesehen, was mich so hundertprozentig überzeugt. Also man sieht immer, dass das aus dem 3D-Drucker ist und das gefällt mir optisch schon nicht. Und ich habe jetzt für Bosch was gesucht. Da habe ich jetzt lang gesucht. Jetzt habe ich was entdeckt. Ich zeige euch das mal. Und zwar, das sieht so aus. Das ist komplett aus Edelstahl. Also ganz wertig, ziemlich stabil. Habe ich entdeckt bei, glaube bei eBay Kleinanzeichen war der, glaube ich. Ich bin mir aber nicht sicher. Und zwar, das kostet, und zwar das 6er Teil hier, um 6 Akkus zu befestigen, 24 Euro plus 6 Euro Versand. Und es ist von der Firma MT Akkuhalter. Hat da relativ schnell geklappt. Ich hoffe, ich darf das erwähnen, den Namen, weil das Ding hat mich echt überzeugt. Tolle Qualität. Und ich werde es jetzt mal montieren und dann zeige ich euch, was ich mir habe einfallen lassen, wie ich mein Akkuproblem und Netzteilproblem gelöst habe. So, da sind wir wieder zurück. Jetzt hier mal meine Lösung. Ich zeige euch das mal im Schnellüberblick. Stelle euch da mal alles vor. Und zwar, im Prinzip ist es relativ einfach. Ich habe mir einfach eine alte Holzplatte aus dem Abfall genommen. Dann habe ich drei solche Ablagen hingebaut, wo man was drauflegen kann. Und ich werde euch das jetzt mal im Einzelnen erklären. Also fangen wir mal mit unten an. Und zwar hier habe ich da hinten ein Loch reingebohrt. Also ich wollte, dass man gekabelt sieht. Das ist alles hinten dran verlegt. Und hier kommen so die Ladekabel für USB-C, für iPhone etc. Micro-USB kommen hier raus. Kann man hier also, wenn man in der Werkstatt ist, ein Handy herlegt, kann das laden lassen. Und gleichzeitig kann man die Akkus von den Lampen laden lassen, etc. Oder hier über die Netzteile. In der ersten Region hier, seht ihr, sind die drei Ladegeräte von Bosch. An der Seite hängen hier die ganzen Akkus vom Lidl mit diesen Haltern. Die habe ich hinten verschraubt. Also sieht man hier an der Seite, sind natürlich auch alle beschriftet. Aber man sieht in der Software sowieso, also das finde ich das Gute bei den Smart-Akkus, die Ladezyklen, wie oft ein Akku geladen ist und kann da so Systemeinstellungen machen. In der zweiten Riege, was ihr da seht, ist jetzt die Akkus vom Aldi plus vom Lidl praktisch von dem kleinen Akkuhandschrauber, da hier für die Lampen vom Aldi. In der nächsten Reihe oben, das sind die intelligenten Netzteile vom Lidl. Die haben auch den Vorteil, und zwar, die kann ich übers Internet steuern. Und zwar, ich habe das Ganze so gemacht. Ich habe hier so eine intelligente Smart-Steckdose dran von Eve. Und ich kann ganz normal übers Internet hier das Board ein- und ausschalten. Das heißt also, wenn ich abends irgendwas machen will und weiß, ich brauche gewisse Akkus, dann stecke ich die schon mal rein. Und wenn ich auf der Arbeit bin, so um 2, 3, schalte ich aus der Ferne das Ganze ein. Hat für mich den riesen Vorteil, dass die Akkus nicht permanent geladen werden und dass ich sie nur lade, wenn ich sie wirklich brauche. So, dann gehen wir in die oberste Reihe hier.
Und da ist jetzt das Neue praktisch für die Bosch-Akkus. Ihr seht also, die hängen da oben drin und die sind jetzt super aufgeräumt. Ich brauche keine extra Kiste mehr und habe alles griffbereit. Ja, eigentlich von der Ausführung her relativ einfache Sache, hat mir aber viel Platz gespart in der Werkstatt. Ich zeige es nochmal im Ganzen jetzt. So, ich habe mal schnell den Fokus der Kamera eingestellt, dass ihr es nochmal seht. Im Prinzip ist so ein Ding schnell gebaut und hat einen festen Platz an der Wand. Ich habe einen Zentralanschluss. Wie gesagt, den schalte ich über so eine EVE-Steckdose. Ich kann also mit meinem Handy, egal wo ich auf der Welt bin, kann ich das einen ausschalten, das komplette Board. Das sind jetzt alle Netzteile und Ladegeräte angeschlossen, die da drin sind. Die Kabel habe ich hinten dran versteckt. Da habe ich so eine 10er Steckerleiste, die für die Leistung ausgelegt ist. Da sind die ganzen Netzteile angeschlossen. Und ja, und ihr seht ja auch, die Akkus sind schön aufgeräumt. Die ganze Sache ist sehr ordentlich jetzt und spart mir viel Platz in der Werkstatt. Gut, das war's mit meinem Tipp. Vielleicht habe ich den einen oder anderen auch von euch zum Überlegen gebracht, dass er vielleicht auch die Idee hat und baut sich sowas, weil es lohnt sich auf jeden Fall, weil die Werkstatt ist um einiges leerer jetzt und es fliegen nicht überall diese komischen Netzteile und Kabel rum. Gut, in diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Abend. Bis zum nächsten Mal, macht's gut und ciao. Bis dann.